die hängenden Schuhe. Es ist schon ein Magnet einfach auch, vor allem für Touristen. Hier rauszugehen, rauszuplumpen, sich hinzusetzen, hier lebst du einfach alles. Früher war es so, was, du wohnst in der Norderstraße, oh Gott, kannst ja nichts anderes gönnen. Bitte lass die Mieten nicht explodieren, lass das Ganze nicht zum Investment werden. Sie betreiben den einzigen Lebensmittelladen in der Norderstraße in Flensburg. Hier ist fast alles Bio. Steffen Hinrichsen ist Geschäftsführer. Sein Kumpel Philipp Theuer, der Besitzer. Montagmorgen bekommen wir frisches Gemüse von unseren regionalen Bauern und auch die ganze andere Ware. Und dann geht's erstmal los. Alles schick machen, den Laden schick machen. Um 9 kommen die ersten Kunden. Und dann geht's hier richtig los. Erst einmal ordentlich Lärm. Wie jeden Montagmorgen. Das kann manchmal schon nervig werden, gerade wenn der Müllfahrer stehen bleibt und sich das dahinter staut. Da ist hier manchmal an der Straße schon viel los oder Parkplätze sind auch schwer zu finden. Philipp muss sich was einfallen lassen. Er will seinen Gästen draußen mehr Platz bieten. Ein bisschen haben wir ja noch, aber eigentlich tauschen die immer frisch durch. Die sehen auch noch so ganz gut aus. Ja. Austernpilze aus Flensburg. Ja. Das ist eine kleine Community, die sich gegründet hat und die sammeln hier von all den kleinen Cafeterien den Kaffeesatz ab und dann bauen sie darauf quasi eine Pilzkultur an und züchten Pilze und die kriegen wir jeden Tag frisch hier rein. Danke dir. Philipp verkauft eine spezielle Kaffeeröstung, die Norder 47, passend zu seiner Hausnummer. Man ist mittendrin, so Montagmorgen und irgendwie. Und wenn man aber ein Momentchen Zeit hat, kann man trotzdem zur Ruhe kommen. So, das finde ich schön. Und ich mag den Laden hier. Einfach so ein bisschen was Gutes tun und einfach einen guten Laden unterstützen. Ja. Tschüss. Moin. Moin. Die Norderstraße 49. Die Norderstraße 49. Ja. Tschüss gelangt, dann ist das ja wahrscheinlich nebenan die Asakti. Könnte das doch sein, oder? Kann ich dir sagen. Wenn das die 47 ist. Guck mal hinten. Rum. Philipp im Einsatz als Briefträger. Kann man so sagen, ja? Hat funktioniert. War richtig. Ja, danke. Gerne. Arbeiten und leben. In der Norderstraße. Tür an Tür. Dani Heck zog es vor 30 Jahren hierher. Ich habe hier in der 149 gewohnt. Da bin ich aus Nordfriesland gekommen, also vom Land, und habe in der Stadt was gesucht und habe da eine WG gemacht. Und das war so mein erster Wohnort in Flensburg. Heute leitet sie im Nebenhaus die Norder 147, einen Kunst- und Kulturladen. Wir machen einen schönen Porträtkurs heute. Euer Modell heute ist Trey. Der hat vorher auch schon Modell gestanden. Der ist hervorragend. Ihr bekommt gleich alle einen schönen großen Bogen Papier. Und wir fangen an mit Grimassen. Du hast bestimmt 10 lustige Grimassen drauf. Dann geht das los. Dani ist Künstlerin. Arbeitet als freie Dozentin an der Flensburger Europa-Uni und bietet seit Jahren Malkurse an. Auch um finanziell über die Runden zu kommen. Lasst den Stift flitzen. Also im besten Falle seid ihr mit den Augen mehr beim Modell als auf dem Papier. Und lasst den Stift weiterlaufen, wenn ihr aufs Papier guckt, um euch zu orientieren. Okay, ihr habt noch 30 Sekunden, nur dass ihr es nicht aus dem Auge verliert. Ich komme gleich. Fast 2 Jahre suchte sie nach einem größeren Atelier. Dann kam das Angebot für diese Räume. Die Norderstraße hat sich einfach in den letzten Jahren wirklich entwickelt. Man ist so ein bisschen am Puls der Zeit und an der Stimmung einfach, die in der Stadt ist. Und dann in der Atmosphäre einfach drin.
Ansonsten war das schon echt ein Schritt. Ich war vorher im Hinterhof und bin dann hier quasi auf dem Präsentierteller gelandet. Und das war schon, jo, da musste ich mich so ein bisschen gerade machen noch mal extra. Aber es macht einfach tierisch Laune. Seit 2018 entwickelt sie immer wieder neue Projekte für die Norder 147. Es bringt einfach Spaß mit ihr. Mal ist man gut, mal ist man schlecht und es ist völlig egal. Man macht die Tür auf und man geht in ein anderes Universum rein. Es ist kreativ, es ist Begegnung und einfach ein Raum, der britzelt und inspirativ ist. Ja, da habe ich meine Freude dran. Demnächst will Dani eine Salon-Night veranstalten. Ein Abend mit Musik und Cocktails. Noch fehlt der DJ. Die Norderstraße liegt mitten in Flensburg und verbindet die Altstadt mit der Neustadt. Die ollen hängenden Schuhe. Es gibt verschiedene Versionen. Irgendwie Studenten, die durch sind mit ihrem Studium, die das drüber werfen. Oder von der alten Disco hier, vom Roxy, die sich abends kennengelernt haben und dann eben zum Zeichen ihrer frischen Verbundenheit jeweils einen Schuh von ihrem Paar Schuhe irgendwie zusammengebunden drüber geworfen haben, halte ich für relativ unrealistisch. Aber ja, es gibt viele verschiedene Geschichten. Die Norderstraße führt von der Marienkirche bis zum Nordertor. Sie ist ein Mikrokosmos auf 650 Metern. Das Nordertor ist mehr als 400 Jahre alt. Ein Wahrzeichen der Stadt. Ja, da hinten kann man so ungefähr die Kirche erahnen. Genau, mit der Bergmühle. Und die Perspektive, die müsste stimmen. Tacken rübergehen nochmal. Guck mal, jetzt kommt die Ecke gleich drauf. Hast du das Bild nochmal enger? Ja. Das ist ja verrückt, ne? Ja, jetzt kommt. Thomas Rake besitzt ein Fotogeschäft in der Norderstraße. Das letzte seiner Art in Flensburg. Seine Frau Inga arbeitete bis vor kurzem im Finanzamt. Jetzt ist sie in Rente und unterstützt ihn. Ich fotografiere das Nordertor nach dieser alten historischen Aufnahme. Versuche genau die Perspektive hinzubekommen, wie auf dieser Vorlage. Also ich interessiere mich schon von Kind auf an für Historie, für Flensburger Geschichte. Und ich möchte jetzt eine kleine Ausstellung für uns in der Firma gestalten. Norderstraße damals und heute. Was ich immer so toll finde, den Betrachtern darzustellen, wie hat sich diese Welt verändert. Auch Inga fotografiert seit Jahren. Hat früher in einem Fotolabor gearbeitet. Ich achte so gerne auf Kleinigkeiten, die so besonders sind. Da, wo früher mal die Uhr war, so, das interessiert mich einfach. Thomas sieht das immer groß und im Ganzen und ich gucke häufig eher auf Kleinigkeiten. Kleinigkeiten gibt es hier viele. Katzen zum Beispiel. Oder besondere Fassaden. Also gerade diese Häuser, die sind so wunderschön restauriert, auch dieser Baustil. Die Straße hat sich in den vergangenen Jahrzehnten stark verändert. Sieht schon mal ganz gut aus. Die Kirche ist das klar. Sieht schon ganz gut aus. Weil das Tolle ist, guck mal hier, da ist diese Straßenbahn, da läuft sie lang. Da siehst du auch hier die Straßenbahnschienen, die jetzt natürlich nicht mehr da sind. Das sind hier oben die alten Abspannungen von der Hochspannungsleitung für die Straßenbahn. Und jetzt hängen ja die Schuhe dran. Es gibt so viele Geschichten eben, dass man ein Schuhgeschäft zugemacht hat und die hatten zum Schluss noch ein paar Schuhe, wo die nicht wussten, wohin damit. Und dann haben sie einfach über den Draht rübergeworfen. Und weil es so viele Geschichten dazu gibt, sage ich immer ganz einfach, das Dekoration sieht einfach gut aus. Ich finde, das ist die unverfänglichste Antwort. Da braucht man sich nicht in irgendeine Geschichte verflüchtigen, die vielleicht gar nicht stimmt. Dann mal los. Auch das Foto mit den hängenden Schuhen will Thomas in seiner Ausstellung präsentieren. Bis da zu der Ecke wolltet ihr, ne? Ja. Genau, wir dürfen hier ja auch nur bis zu der. Philipp und Steffen brauchen mehr Platz für ihre Gäste. Die Idee: eine Terrasse vor dem Bioladen. Ortstermin mit dem Tischler. Wäre es jetzt super cool, wenn wir hier noch so eine U-Form quasi hinbekommen. Und wenn du uns dann die Sitzbänke machst, dann müssen wir nur noch einen kleinen Tisch in die Mitte stellen. Und dann kann man, glaube ich, super auch direkt in der Sonne sitzen. Ja. Also das war jetzt so die neueste Idee, die wir heute Morgen noch mal hatten. Ja, das ist natürlich super. Ich habe auch schon gesehen, bei den anderen
Die haben so ein bisschen mit Blumen und Sträuchern und so. Ja. Vielleicht auch, wenn man das noch so ein bisschen einfängt. Ich glaube, da haben wir sogar 25% oder so. Muss ja irgendwie begrünt sein sogar. Das ist ja praktisch. Ja, genau. Die erste Terrasse hat die Stadt gebaut und finanziert, um die Lebensqualität in der Norderstraße zu steigern. Und diese Holzkonstruktion ist ein Beispiel, wie die Terrasse von Steffen und Philipp aussehen könnte. Nach und nach entstehen immer mehr Ruheoasen. Bei uns ist es so, dass wir den Platz von der Stadt bekommen, also die Parkplätze, die Terrasse aber selber gestalten müssen. Sinn also dahinter ist, dass die Straße immer mehr verkehrsberuhigt wird. Und das sind, glaube ich, jetzt im ersten Jahr 20 Parkplätze, die gestrichen werden, um auch die Leute daran zu gewöhnen, vielleicht mit dem Auto schon mal woanders zu parken. Und diese 20 Parkplätze sollen natürlich im besten Fall sinnvoll genutzt werden. Und da ist natürlich so eine Terrasse eine coole Alternative. Die Onoma Kaffeerösterei. Onoma ist griechisch und bedeutet Name. Dieser Kaffee hat einen ganz besonderen Namen. Euer Norderstraßenkaffee. Danke. Lass es euch schmecken. Eigentlich sollte der Norderstraßenkaffee auch in der Norderstraße produziert werden. Aber da gab es keine geeigneten Räume. Deshalb röstet Lukas Burkhardt jetzt eine Straße weiter. Er testet gerade eine neue Mischung aus mexikanischen und kenianischen Kaffeebohnen für den Norderstraßenkaffee. Es ist total faszinierend für mich, wie viel Variablen tatsächlich in so einem kleinen Naturprodukt stecken können, die ich in jedem Moment einfach rausschmecken kann. Wir arbeiten gezielt an der Klimaneutralität und wollen uns das auch komplett zertifizieren lassen vom TÜV. Unterstützt wird Lukas von seinem Kumpel Felix Huck. Vor einem halben Jahr haben sie das Start-up gegründet und die Idee mit den Straßennamen für verschiedene Röstungen entwickelt. Das Besondere an dem Norderstraßenkaffee ist, dass es ein moderner Espresso ist, der den schokoladigen, nussigen Geschmack hat. Eigentlich fast jedem schmeckt. Hauptberuflich arbeitet Felix als Immobilienfachmann. Noch. Lukas studierte erst Elektrotechnik, dann Mathe und Englisch auf Lehramt. Jetzt ist er Existenzgründer und muss möglichst schnell schwarze Zahlen schreiben. Gerade jetzt mit der Norderstraße, wo wir einen neuen Rotkaffee bekommen haben, ist es natürlich immer spannend zu gucken, ob das, was man sich da auch wirklich vorgestellt hat mit der Röstung, am Ende dann tatsächlich bei rauskommt. Und den werden wir jetzt wahrscheinlich morgen, dann nochmal übermorgen und einmal nächste Woche verkosten. Und dann sehen wir, ob das Profil, das wir versucht haben zu erreichen, auch wirklich bei rumgekommen ist. Dann können Sie auch die neue Röstung an Läden in der Norderstraße verkaufen. In der Nummer 130 betreibt Thomas ein Fotogeschäft. Moin. Ich hatte vorhin angerufen, dass ich mein Ladegerät vergessen hatte. Das können wir aufladen für Sie. Ja? Das ist kein Problem. Dauert so zwei, drei Stunden ungefähr, bis ich es aufgeladen habe. Nein. Ich bin nämlich ein Besucher von Neuseeland. Oh, so weit her? Ich werde mir jetzt, wo die Sonne noch scheint, den Hafen ansehen. Ja. Und wenn ich nicht rechtzeitig zurückkomme, dann tue ich das morgen früh. Machen Sie es morgen früh, da sind wir ja auch wieder da. Das Fotogeschäft Rake gibt es seit mehr als 70 Jahren. Thomas Vater hat es damals als Fotodrogerie gegründet. Neben Fotoapparaten auch Vogelfutter und Windeln verkauft. So, das finde ich klasse, das Bild. Ja. Dann nehmen wir das. Ja, es lohnt sich, aber es lohnt sich für uns auch nur aus dem Grund, weil wir schon so lange am Markt sind, weil wir so viele Stammkunden haben und ich sag's einfach mal so, so viel Erfahrung haben. Von analog bis digital, wir machen auch sehr, sehr viel im digitalen Bereich, dann lohnt sich das. Aber ich glaube nicht, wenn jemand heutzutage damit anfangen würde, dass er das schaffen würde. Das glaube ich nicht. So, bitteschön. Danke, bis zum nächsten Mal. Bis dann. Endlich Zeit für die Ausstellung. Ja, herrlich, diese alten Aufnahmen. Da kann man immer wieder drauf gucken. Ja, und das Norder-Tor. Das Norder-Tor, wie es noch hübsch war. Ja, wie es auch hübsch war in der Uhr, aber das darfst du nicht jedem Flensburger sagen.
Thomas fotografiert Bauwerke, Landschaften und Personen. Das ist die dänische Königin Margrethe. Vor 3 Jahren war sie bei uns in Flensburg zu Besuch. Und ich war akkreditierter Fotograf. Ich durfte sie also fotografieren. Und bei einem Besuch der dänischen Zentralbibliothek habe ich dieses Bild fotografiert in der Norderstraße. Konnte also wirklich sehr schön dicht rangehen. Das war auch so ein bisschen fotografieren mit einem kleinen Herzklopfen. Das war schon was Besonderes, solch eine Persönlichkeit fotografieren zu können und zu dürfen. Übers Fotografieren hat er vor 36 Jahren auch Inga kennengelernt. Wir haben beide Segelflug gemacht. Und haben uns da ab und zu mal gesehen. Du hast fotografiert, ich habe fotografiert, also war ja schon die Verbindung. Dann kamst du uns in die Firma und... Ja, es hat einfach alles immer Spaß gebracht. Und Thomas, der hatte einmal, an seinem Geburtstag... Nachts, er hatte ganz, ganz viele Abzüge zu machen. Er hatte einen Auftrag eben, aber hatte Geburtstag, konnte nicht feiern und nichts. Und dann sage ich, soll ich dir helfen? Hast du ihn auch? Dann, ja. Das war dann die Dunkelkammer-Szene, ne? Ja, die Dunkelkammer-Szene, wo wir nur Bilder gemacht haben, wo gar nichts passiert ist. Dann haben wir auch relativ schnell danach geheiratet. Ja. Das war ein Ratzlatz. Juli, August? September, Oktober. 5 Monate später, ja. Auf Thomas wartet noch ein ganz besonderer Auftrag. Dafür geht's hoch hinaus. Schräg gegenüber vom Fotoladen liegt die Norder 147. Guck mal, wir haben Hannes der Szene, aber der ist selbst gemacht. Ja. Ich habe gehört, dass hier ein Popchor ist und ich interessiere mich für Chöre, für Musik. Und ich wollte einfach mal reinschauen, mal sehen. So, Dille, dann könnt ihr reinkommen. Herzlich willkommen. Es hört überhaupt nicht auf, oder? Hallo. Wahnsinn! Der Norderstraßenchor von Leon Manzilla. Genau. Seit ein paar Wochen probt er hier. Oder die machen einfach ihren Chor. Das ist, glaube ich, weniger Proben, als einfach Spaß am Singen haben. Genau, und einen rausschmettern. Passt perfekt hierher. Hallo Mia. Hey. Kennst du mich noch? Ja. Ich kenne dich von klein auf eigentlich. Also, ich bin Inga Rake. Freut mich. Ja, und ich wollte mal fragen, ob ich hier vielleicht mal zuhören. Super gerne, herzlich willkommen. Nimmst du gleich einfach eine Mappe, ich leg die gleich hier hin, kannst dir eine Mappe nehmen und dann machst du einfach mit. Der Chor ist offen für alle. Bezahlt wird über eine 5er-Karte. 6 € pro Abend. Macht euch mal locker. Noch lockerer, als ihr eh schon seid. Versucht gut dabei auszusehen. Und gleich mit Schwung durch die Nase einatmen und nach oben ausstrecken und halten und hoch. Und schön lang machen. In der Norderstraße hat sich so ein bisschen mein halbes Leben abgespielt. Meine Oma wohnt hier immer noch, die einzige Wohnkonstante. Und meine Eltern sind beide 1000 Mal umgezogen. Und bin hier zum Kindergarten gegangen. Dann habe ich später mein FSJ in der Norderstraße gemacht. Und deswegen sind wir in der Norderstraße gelandet. Ja. Don't stop me now. Es ist einfach eine super coole Energie, richtig viel Power und ich habe Lust einfach mitzumachen. Während der Pandemie haben sie eine Tradition entwickelt. Im Freien singen. Zweite Stimme hier vor das Norder Tor und die erste Stimme vor die Phänomenta, bitte. Und dann so ein bisschen schräg zueinander, dass ihr euch ein bisschen anguckt. Schräg zu, also ein bisschen mehr so darüber gucken, zu denen. She packed my bags last night, we flying. 0 hour, 9 a.m. Es ist Wahnsinn hier so vom Norder Tor und so viele nette Menschen hier. Und ich gehe mal davon aus, dass ich wiederkomme. Denn eigentlich bin ich ja im Anne.
Die Norderstraße liegt nur wenige Schritte von der Flensburger Förde entfernt. Sie hat sich in den vergangenen 20 Jahren von der Durchgangsstraße zur Innenmeile entwickelt. Viele junge Leute ziehen hierher. Wie Felix von der Rösterei. Das ist unser morgendliches Ritual. Ich bringe Kaleo immer selbst zur Tagesmutter. Und dann startet mein Tag langsam. Anschließend können da um 8 schon sein, aber das schaffen wir meistens gar nicht. Dani ist auf dem Weg in ihr Atelier. Juhu! Hallöchen! Na? Na du? Und ins Chlor? Ja, herrlich bei dem Wetter. Frühstück. Einmal Frühstück. Einmal Frühstück. Ich habe meine. Kommst du, na klar. Tatsächlich meine Vitamine vergessen heute. Ja, wir haben noch immer ein paar da für dich. Yay! Norderstraße verbindet. Genau. Das ist tatsächlich so die so Essenz, oder? Wir sind ja beide viel auf der Straße unterwegs, da läuft man sich dann irgendwie über den Weg. Genau. Und ich sehe dich hier auf dem Bike echt oft hier noch mal kurz anhalten. Ja. Manchmal hast du dein Portemonnaie vergessen, manchmal nicht. Okay, gute Werbung, gute Werbung. Okay, aber immerhin, ich habe Credit. Genau. Daher, das ist alles gut. Auf jeden Fall. Okay, hab einen schönen Tag. Danke gleichfalls. Tschüss, ciao. Erstmal. 2019 hat Philipp den Laden übernommen und Momo genannt. Das war eine ganz witzige Geschichte. Ich habe hier über dem Laden gewohnt und der Dieter, der hatte den hier schon über 20 Jahre. Der ist leider verstorben und dann haben wir uns zusammengetan und haben uns dafür entschieden, den Laden zu übernehmen, weil er keine Erben hatte und niemanden da den übernehmen wollte. Und Dieter hatte hinten, ich will nicht übertreiben, bestimmt 1500 Bücher. Und wirklich das letzte Buch, was wir aus dem Regal genommen haben, war Momo. Und dann war es halt sicher, dass es dann halt Momo wird. Ja, und seitdem heißt der Laden Momo. Hast du den neu? Ja. Du kannst ihn sonst da vorne an dem Griff festmachen. Ja, an den Griff? Ja. Und dann habe ich sie auch im Blick. Genau. Philipps Kunden sind Einheimische und Touristen. Neben Obst und Gemüse verkauft er auch eine große Auswahl an Käse und serviert veganen Mittagstisch. Ein moderner Tante-Emma-Laden auf dem Kiez. Man hilft sich hier gegenseitig, man kennt sich hier und das macht das Ganze aus. Man hilft dann da immer, wo man kann und dann wird halt auch viel geholfen. Zum Beispiel den Griff, wo der Hund gerade festgemacht wurde, den hat einfach mal ein Kunde angeschraubt, weil der hier eine ältere Dame gesehen hat, die hier nicht so gut hochkam. Da kam der einfach am nächsten Tag, war beim Bauhaus und hat hier einfach für uns den Griff angeschraubt. Ja, so funktioniert das. Sitz kann sie schon und verstehen. Das kann sie. Ja, das Warten ist halt die Geduld. Ja, ne? Ja. Aber das kommt mit der Zeit, denke ich. Sie ist halt super unsicher noch. Der Tischler hat sich gemeldet. Er hat viel zu tun. Die Terrasse muss warten. Das sind die regionalsten Postkarten, die man eigentlich so haben kann. Und zwar sind das alles Katzen oder auch andere Tiere, die hier in der Norderstraße gemalt wurden von einer anonymen Katzenmalerin. Und die entstehen immer über Nacht und keiner weiß, wie sie da irgendwie hingekommen sind. Und es gibt so einige Katzen jetzt in der Norderstraße. Und die meisten versuchen dann irgendwann alle zu finden. Hier zum Beispiel, die Katze ist hier direkt um die Ecke. Und weil es ein bisschen anonym ist, ist es irgendwie eine ganz spannende Sache. Die neue Röstung für den Norderstraßen-Kaffee ist fertig und soll jetzt verkauft werden. Einmal 100er Tüten für die Macherei. Die Norderstraße hat uns zusammengebracht. Vielmehr der Hinterhof, wo ich immer noch wohne. Lukas saß da immer mit irgendeinem Gerät und ich habe mich immer gefragt, was macht er den ganzen Tag auf dem Balkon? Ende vom Lied war, dass wir dann doch mal ins Schnacken gekommen sind und Lukas einen umgebauten Brotautomaten hatte. Der umfunktioniert war zum Röster. Und Lukas hat angefangen, seinen eigenen Kaffee dann eben zu rösten. Und damit wollte Lukas sich dann selbstständig machen. Als Student fehlte ihm aber das nötige Kapital. Felix war sowieso jemand, der immer nachgefragt hat, wie es mit der Finanzierung läuft, was ich da so vorhabe, wenn das mit den Banken nicht klappt. Und dann dachte ich mir, kann ich auch so dreist sein und einfach mal fragen, ob er nicht mit einsteigen will. In die Gefahr und hat er dann gemacht. 10.000 Euro waren das am Ende,
plus die Arbeitskraft, die man eben in ein Start-up, wie man es so nennt, investiert. Aus Nachbarn wurden Geschäftspartner. Um die Umwelt zu schonen, verwenden sie Kartons mehrfach, verzichten auf Werbeflyer und nutzen gebrauchte Möbel. Jetzt geht's in die Norderstraße. Der frisch geröstete Kaffee ist fertig. Einmal die Norder 47 für Momo. Und auch die Macherei kriegt neuen Kaffee. Es gab vor einigen Jahren, bevor die Norderstraße sich so entwickelt hat, wie sie sich in den letzten Jahren entwickelt hat, gab es hier einen Skateshop. Der ist mittlerweile in der Stadt ansässig und die haben einfach eine Party gegeben. Und damit die Leute wissen, wo sie hin sollen, hat irgendwer ein paar Schuhe über eine der Schnüre geworfen. Wie es dann so kam, entwickelte sich dieser eine Schuhwurf dazu, dass es Tradition wurde hier in Flensburg, wenn man die Stadt verlässt, dass man dann Schuhe wirft. Auch ich werde es irgendwann vielleicht machen, wenn ich aus Flensburg rausgehe, sollte, dass ich mit meiner Familie hier die Schuhe über die Schnur werfe. Und dass das Letzte ist, was ich dann hier in der Stadt lasse. Thomas hat heute einen ganz besonderen Auftrag. Dafür muss er auf den Flensburger Flughafen. An den Ort, an dem er Inga kennengelernt hat. Wir machen etwas ganz Spezielles, was es ganz, ganz selten gibt. Wir machen eine Luft-Luft-Aufnahme. Von einem Motorflugzeug wird ein Segelflugzeug fotografiert. Das Besondere ist, wir haben einen Gast drin sitzen und der bekommt von mir Fotos nachher. Da machen wir jetzt eine Collage davon, wo der Gast sich wirklich direkt im Segelflugzeug in der Nahaufnahme sehen kann. Dieter Malina ist Berufspilot und wird das Segelflugzeug steuern. Jetzt sag du mir ganz einfach mal, was du gerne hättest. Welche Perspektive stellst du dir vor? Wie willst du den Passagier fotografieren? Ja, also ich möchte einen Passagier gerne wirklich auch ins Gesicht rein fotografieren können, dass sie eine schöne Aufnahme bekommt. Ja. Ja, und wie immer eigentlich schön dicht um das Flugzeug runtergehen und dann die Aufnahme, also ein bisschen Zeit haben. 45 Grad und im Hintergrund nehme ich an, soll wieder Flensburg die Fähre Hafenspitze als Hintergrund dienen. Haben. So, dann nimm doch schon mal Platz, wo du es gewohnt bist. Erklär mir doch nochmal deine Handzeichen, die du mir geben willst, um mich einzuweisen. Ja, also, wenn ich so mache, gehst du ein bisschen weiter weg, so dicht daran, komm ich ran. Tiefer gehen, höher gehen, Gut, und wenn du Zeichen gibst, kann ich auch vorkommen oder zurück, ein bisschen dichter ran, ein bisschen wieder weg. Supi. Okay. Hallo, ich habe einen Termin zu einem Fotoshooting heute. Ja. Hi, grüß dich, Moin. So. Ich bin ganz aufgeregt, weil ich sehe das heute hier auch zum allerersten Mal. Du brauchst nicht aufgeregt. Nein, und das ist das Segelflugzeug. Ja. Ich bin der Fotograf, ich sitze da drin. Also wir werden so quasi auf dieser Entfernung werden wir uns sehen. Schau gerne auch mal in die Kamera, aber nicht nur in die Kamera, auch mal nach draußen gucken, völlig entspannt. Ich bin fast gar nicht da. Genieß das vor allem, das wird total super werden. Das habe ich mir ganz fest vorgenommen, das zu genießen. So, dann komm einmal bitte rein. Okay. So ein Auftrag verlangt absolutes Vertrauen. Dann nimmst du einmal bitte die Beine rein. Und eine spezielle Sicherung für den Fotografen. Ich bin etwa mit dem Segelflugzeug, mit der Nase des Segelflugzeuges, etwa 1,5 bis 2 Meter zur offenen Tür des Motorflugzeuges. Also meine Tragflächen sind definitiv unter dem Rumpf des Motorflugzeuges. Aufpassen, Tür. Sie hat den Flug und das Foto zum Geburtstag geschenkt bekommen. Der Preis? 349 Euro. So, 1, 2, 3, ihr könnt mich alle hören. Lautung, ja. Perfekt, sehr schön. Musik
Die Herausforderung ist in dem Moment, Tür aufzumachen, fotografieren, nicht zu weit im Luftstrom zu sein, die richtige Position zu haben und auch diese Position beizubehalten und dann zu fotografieren, zu kommunizieren, noch Handzeichen zu geben. Jo, mal loslassen. Okay. Jetzt geht doch die Türe auf, siehst du? Ja. Wir haben dann ja, 10 Sekunden, 15, 20 Sekunden Zeit dafür, das zu fotografieren, wenn Flensburg genau in der Perspektive ist. Das heißt, jetzt winkt man freundlich ja. Ich bin voll dabei. Ah, ja. Herrlich, ich liebe das. Dafür bin ich Fotograf. Nach etwa 30 Minuten ist der Flug vorbei. Super, perfekt, wie immer. Ja, also hervorragend. Wir haben eine ganz lange Zeit gehabt, wo wir parallel fliegen konnten. Das war super, super war das. Das war richtig toll. Hat richtig Spaß gemacht. Ha! Ne? War toll. Ja. Hat Spaß gemacht. War immer relativ kühl oben. 5 Grad hatten wir gehabt. Oh, das ist ja nicht viel. 5 Grad. Hier ist es richtig warm. Und? Ich bin sprachlos und sehr überwältigt. Das war ein Abenteuer, wirklich. Und? Gut? Ja. Du hast auch gestrahlt vom einen Ohr zum anderen. Hammer. Guck mal, da bist du mit drin. Ja. Ja, Wahnsinn, ne? Und jetzt ist genau Flensburg Hafenspitze mit drauf. Wunderschön. Und du strahlst mich an. Ich konnte auch nicht anders als strahlen. Ja, das ist, ja, herrlich. Ja, auch mal hier, Wahnsinn, ne? Aha. Ja. Das ist schon top. Mit der neuen Röstung unterwegs zu den Kunden. Moin! Hi Felix! Hallo! Cool! Naja. Wir haben nämlich nur noch eine Packung. Das passt. Das passt ja. Super. Frisch geröstet. Die schon mal. Ab. Ich glaube, die würden schon fast ausreichen für das kleine Regal. In dem Laden können Kreative wie Anne selbst gefertigte Dinge verkaufen. Sie hatte die Idee mit dem Kaffeeangebot. Ich trinke ja bei Lukas und Felix gerne den Kaffee und habe immer die Tassen bewundert. Und dann hatte ich die Idee, so eine Geschenkkombi zu machen eigentlich, ne? So Norderstraßengeschenk. Und das hat funktioniert. Die Tassen stehen da jetzt und wir hatten bloß keinen Kaffee mehr. Die Tassen töpfert eine Keramikerin aus der Nachbarschaft. Auch Philipp hat Kaffee für seinen Bioladen bestellt. Moin. Moin. Tag. Na? Frischer Kaffee? Ach, herrlich. Unsere Röstung? Eure Röstung. Norder 47. Sehr schön. Ganz danke. Frisch. Ich muss noch was mitnehmen. Mhm. Handtücher. Jo, ach stimmt, ja. Sind bestellt. Stehen, glaube ich, genau. Sogar hier schon. Ja, guck mal. Wunderbar. Dann würde ich die direkt mitnehmen. Du bongst das dann. Wie immer. Wie immer. Schau mal, dann füge ich den nochmal ein. Philipp. Danke dir. Hau rein. Philipp will, wie Lukas und Felix, möglichst wenig Müll produzieren und hat eine eigene Abteilung für Unverpacktwaren eingerichtet. Wir haben aus den verschiedenen Sorten und verschiedenen Röstgraden wirklich lange rumprobiert, um da was Richtiges hinzubekommen. Und das ist das Schöne, dass man das auch mal machen kann. Ansonsten kann man den Kaffee ja nur so von der Stange kaufen. Ja, und da haben wir ein bisschen rumexperimentiert und was Cooles gefunden. Endlich hat sich auch der Tischler angekündigt. Kunst im öffentlichen Raum. Initiiert von Dani. Rein vom Entwurf her. Wir fangen ja mit dem Klecks wahrscheinlich an, dass wir die Ecke schon mal definiert haben. Und über die Größe des Klecks dann einfach den Pferdekopf oder diesen Fantasy-Kopf. Und genau, dann können wir den Rest des Motivs entwickeln. Von da ausgehend, denke ich mal.
Ja, ich bin gut. Das Fantasietier soll an dieser Hauswand. Wir haben ja vor 2 Jahren die Norderdurchfahrt gemalt. 6 Frauen, 5 Tage Zeit. Und die haben das hier im Nachbarhaus in der 145 mitbekommen. Und da bin ich jetzt eben angesprochen worden, ob wir hier nicht auch was machen können. Weil es eben unter anderem zum Beispiel wilde Graffiti verhindert oder irgendwelche Tags verhindert. Und aber auch, weil sie das einfach toll finden, was das für einen Effekt hat, dass da einfach Kunst an der Wand ist im öffentlichen Raum. Dani bringt mit ihren Kunstprojekten Menschen zusammen. Hinter mir wird auf eine Wand ein Bild gemalt. Und ich versuche einzufangen, was die dort tun und es auf meine lustigen Geräte hier zu übersetzen. Und habe ganz bewusst nichts vorbereitet, sondern improvisiere mir einen von der Leber weg. Scheba ist Berufsmusiker und wohnt in der Norderstraße. Na? Ich wollte fragen, auf wessen Initiative die Verschönerung der Hauswand zurückgeht. Das ist von der Norder 147, also von dem Kulturort hier nebenan. Ich finde das nämlich total cool, weil der Durchgang war vorher ziemlich heftig. Ja, oder? Der war ja bunt, sodass es nicht mehr schön war. Also es war eine reine Schmiererei. Danke. Ich freue mich jedenfalls. Ja, okay, wir sehen uns. Bis bald. Tschüss. Während hier weiter verschönert wird, gibt es auch Gebäude in der Straße, die dringend renoviert werden müssten. Das Erdgeschoss in der Norder 108 zum Beispiel. Hier haben sich verschiedene Initiativen zusammengetan. Für nachhaltige und ökologische Ernährung. Wir veranstalten heute hier eine Küche, eine Küche für alle. Und genau, das sind alles gerettete Lebensmittel. Das heißt, sind Lebensmittel, die irgendwie übergeblieben sind, nicht mehr so schön aussehen. Und heute kochen wir ganz frei, laden Leute ein und machen so ein bisschen darauf aufmerksam, wie viel Lebensmittel überbleiben, übrig bleiben und was man daraus noch alles machen kann. Genau, und das Ganze soll natürlich dann auch schmecken. Lennart Bausdorf ist Lehrer und engagiert sich ehrenamtlich 5 bis 6 Stunden in der Woche. 2017 haben sie die Räume in der 108 gemietet. Das Gebäude ist in einem nicht so guten Zustand und dadurch war die Miete auch relativ günstig, was uns halt gelegen kommt. Und jetzt wurde das, wie viele Häuser hier in der Straße, aufgekauft. Ein Investor ist da eingestiegen und hat die Miete um über 50% erhöht. Und jetzt müssen wir halt so ein bisschen gucken, wie wir das dann finanzieren. Angesagte Viertel werden teurer. Noch machen sie weiter, erwarten 40 Gäste zum Essen. Dani hat bisher viele Projekte alleine gestemmt. Also einfach in die Zukunft gucken und ein bisschen längerfristig und strategisch planen und finanzieren vor allem. Denn sonst bleibt das einfach also entweder auf dem Selbstausbeutungslevel, was wir alle nicht wollen natürlich. Wir wollen einfach, dass Arbeit in der Kunst, in der Kultur genauso bezahlt wird wie jede andere Arbeit auch. Ein guter Bäcker ist ein guter Bäcker. Ich stehe total auf gute Bäcker. Oder ein guter Schuhmacher oder was es hier alles gibt, einen guten Bioladen. Aber wir wollen halt eben, dass Kunst und Kultur auf dem gleichen Level bezahlt wird, angesehen wird, respektiert wird. Und dafür setzen wir uns ein. Wie die Wilden eigentlich. Das sieht man hier. Für Scheba war dieses gemeinsame Kunstprojekt eine Premiere. Es hat insgesamt sehr gut funktioniert, weil ich tatsächlich nicht nur auf das Bild, sondern auch auf die ganze Straße reagiere. Das Licht verändert sich, die Leute kommen vorbei, Menschen setzen sich hin und immer so ein anderes Setting, ein anderes Szenario. Ich stehe hier nur und reagiere auf die Straße. So.
Buffet ist eröffnet, das Essen ist warm. Es gibt heute Wraps mit allerlei anderen Kram. Gönnt euch. Guten Hunger. Dann mache ich den Anfang. Hier kann jeder mit essen. Egal ob jung oder alt, obdachlos oder Yuppie. Wer es sich leisten kann, gibt eine Spende. Ich finde das auch so toll, dass man eben hier sämtliche Nachbarn kennenlernt, andere Leute. Man kriegt Geschichten zu hören, die kennen die wiederum. Und das waren schon ganz tolle Gespräche eben vor der Tür. Ein Nachbarschaftstreff, bei dem es auch um die Entwicklung in der Straße geht. Früher war es so bei Arbeitskollegen, was, du wohnst in der Norderstraße, oh Gott, kannst ja nichts anderes gönnen. In der Norderstraße wohnte man eigentlich nicht. Zurzeit ist es ja wirklich sehr en vogue, gerade unter jungen Leuten, viele Cafés. Und deswegen bin ich mal gespannt, was jetzt daraus wird. Ein Problem, die Mieten steigen. Ich befürchte, dass wir auf lang oder kurz hier auf jeden Fall raus müssen. Und was ich vor allem befürchte, dass wir nichts adäquat Neues finden, weil die Entwicklung in der ganzen Stadt ist problematisch. Man fragt sich, wie das noch weitergeht. Der Bau der Terrasse. Endlich. Kannst du da einmal ein bisschen hochgehen? Ja, klar, logisch. Willst du hier oben an die Oberkante haben oder willst du hier unten? Ja, an die Oberkante. Okay, alles klar. Vier Monate hat es vom Antrag bei der Stadt bis zum Baubeginn gedauert. Jetzt bekommt Philipp mehr Platz für seine Gäste. Ja, herrlich ist das geworden. Ich freue mich total. Eine Vorgabe der Stadt: 25% der Terrasse müssen begrünt werden. Wir haben uns jetzt einfach auch gedacht, 25%, das wäre ja irgendwie eine Seite und das ist ein bisschen wenig. Also haben wir gesagt, come on, was soll's? Wir bauen einfach die ganze Seite drumherum und dann sieht es halt richtig gut aus. Hey Felix! Moin! Grüß dich! Felix von der Rösterei. Hast du auch so einen Daumen wie wir? Nee. Was pflanzt du denn? Ja, Pflanzen. Und ein paar Rode haben wir uns ausgesucht. Finde ich gut. Also beruhigt die Straße. Das ist gar nicht schlecht, wenn es dazu jetzt noch Ausgleichsflächen geben würde für die Parkenden. Wäre das großartig, aber für die Straße ist das perfekt. Auch im Bioladen sind die Schuhe bei den Kunden ein Thema. Wir werden oft gefragt, wo diese Schuhe herkommen. Und die Geschichte, die mir am besten gefällt, ist, ein Kumpel von mir hat hier mal einen Skateladen gehabt. Und wenn man skatet, dann sind die Schuhe nachher so kaputt vom Grip-Tape, dass man die danach auch für nichts mehr benutzen kann. Da hat er immer gesagt, du kannst sie zusammenknoten und wenn du es schaffst, sie beim ersten Mal über das Seil zu werfen, dann kriegst du die neuen Schuhe 20% günstiger. Eigentlich wollten Thomas und Inga jetzt Fotos für die Ausstellung auswählen. Doch sie haben Besuch. Moin Thomas. Moin Dieter. Ich habe was für dich. Das sind Aufnahmen original von 1970. Okay. Mit Originalton. Und guck sie doch mal an. Oh ja. Flensburger Straßenbahn. Ja, jetzt sind wir schon in Norderstraße. Guck dir mal die Geschäfte an mit diesen Fassaden. Das alte Auto. Ja, das Auto. Toll ist das. 1970 habe ich nämlich eine Fahrt gemacht mit meinem Auto Stativ an der Fensterscheibe und habe die Straßenbahn verfolgt und bin damit durch die gesamte Norderstraße gefahren. Thomas hatte eins der größten privaten Fotoarchive über Flensburg. Dieter Nickel sammelt historische Filmaufnahmen. Ja, guck mal, jetzt kommen wir jetzt zum Norder Tor. Mhm. Ah, da kommt jetzt. Sind wir hier vor der Tür? Ja. Ja, und jetzt fährt die Straßenbahn quietschend um das Norder Tor. Ich kenne es eben auch als ganz kleines Kind. Ich wurde auf den Arm genommen, durfte dann oben auch mal bimmeln. Und so. Das war was ganz Besonderes. Das war als Kind, ich hatte auch so eine Lochzange, wie der Schaffner das früher hatte, um die Fahrscheine abzuknipsen. Ich fand das toll. Die Straßenbahn wurde 1907 elektrifiziert und da passte sie mit Stromabnehmer nicht mehr durch das Norder Tor. Und da hat man jetzt diese Kurve gemacht.
Toll, toll, Dieter. Also echt, was du da für Schätze hast. Das ist echt unglaublich. Ja. Hinterher freut man sich. Ja, natürlich. Und vorher bin ich gefragt worden, warum machst du das? Ja, natürlich. Kein Mensch interessiert sich mehr dafür, wenn die Straßenbahn weg ist. Bis 1973 fuhr sie durch die Norderstraße. In der Norderstraße leben und arbeiten auch Dänen. Und Menschen, die sich dem Grenzland verbunden fühlen. Dani ist auf dem Weg zu einer von ihnen. Maja Trampler soll bei der Salon Night Platten auflegen und arbeitet im Aktivitätshuset, einem Kunst- und Kulturzentrum der dänischen Minderheit. Hallo. Hallo. Na? Na? Was machst du? Ich habe hier eine Stickmaschine ausgekramt. Abgefahren. Und ich probiere jetzt gerade aus, wie die funktioniert. Okay. Ja. Beide Seiten. Maja gehört zur dänischen Minderheit. Was bedeutet, dass sie sich der dänischen Lebensweise verbunden fühlt. Ich bin ja gebürtige Deutsche, aber war im dänischen Schulsystem zum Beispiel. Das heißt für mich, dass ich dadurch, dass ich zweisprachig aufgewachsen bin, noch eine Perspektive mehr bekommen habe mit auf den Weg. Also dass ich einfach weiß, es gibt nicht nur die eine Sicht, sondern kulturell bedingt gibt es halt auch immer mehrere Perspektiven. Und wenn man das von Kindesbeinen an mitbekommt, dann ist das ein ganz großer Schatz, den man mit auf den Weg bekommt. Tagsüber Kursleiterin, abends DJen. Später vielleicht tatsächlich so ein bisschen tanzbare Musik. Mhm. Na? Genau. Gut. Besonderen Cocktail haben wir immer. Wissen wir zwar noch nicht, aber werden wir haben. Und wenn wir Glück haben, ist Martha tatsächlich da. Die hat das ja lange genug gemacht, den Tresen. Ja. Genau, und ich habe sie angefragt. Oh, und yes. Ja. Genau. Oh, da freue ich mich. Ja, ja. Das wäre das Allerbeste. Ja. Okay, ciao. Okay, ciao. Habt es gut. Bis bald. Bis bald. Ciao. Typisch für die Norderstraße sind auch die vielen alten Kaufmannshöfe. Das ist echt hübsch. Ah, der ist auch wirklich eine ganz besonders schöne Höfe in Flensburg. Der ist aber auch wirklich mal richtig schön. Ja. Der sogenannte Bommerlunder Hof hat seinen Namen von dem berühmten Schnaps, der hier Ende des 19. Jahrhunderts gebrannt wurde. Das Besondere an Flensburgs Höfen ist ja, dass sie von der Hauptstraße runtergebaut wurden zum Hafen, um da die Ladung entgegenzunehmen. Und in diesen Höfen wurde ja alles gelagert, die ganzen Waren. Das war einer der ersten Höfe, die dann wirklich saniert wurden. Und ich war dabei, wie das eröffnet wurde. Tolles Erlebnis. Und ich mag den besonders gerne, weil er so ruhig ist. Hier ist kein Gewerbe drin in diesem Hof. Das ist wirklich ein Wohnhof. Und das macht ihn so besonders interessant für mich. Ich mag diese Stille so gerne. Toll mit den Bienen auch im Augenblick, das ist echt schön. Die Gebäude, den Hof fotografiere ich, das ist so meine Aufgabe. Die Gebäude ganz kurz, aber dann bin ich viel eher so für Pflanzen zu haben. Oder ich finde das hier so schön, das ist einfach toll gemacht mit dem Salbei, hier mit den Stockrosen. Also das finde ich sagenhaft schön und das ist das, was ich eben gerne fotografiere, was ich eben gerne leiden mag. Es gibt viele malerische Gänge, die von der Norderstraße abgehen. Hier war früher das Rotlichtviertel mit direktem Zugang zum Hafen. Und auf Samsungang, kann man da reingehen? Kannst du dich eigentlich auch daran erinnern, dass das früher so eine Mutprobe war, hier überhaupt durchzugehen oder mit dem Fahrrad durchzufahren? Ja, so ein klein bisschen. Darf ich mal sehen? Jetzt. Das ist der, dann ist das umgebaut worden. Viele Jahre war der Olof-Samson-Gang die erste Adresse für das horizontale Gewerbe. 2015 verließen die letzten Prostituierten die Liebesgasse. Tagsüber war das eine ganz normale Straße und abends gingen die Lichter an, die Fensterläden gingen auf und ja, das war schon ganz interessant. Ich hätte noch mal ganz zum Schluss die Möglichkeit gehabt, wirklich über die, die Leiterin dieser ganzen, dieses Etablissements, mal in eine Wohnung reinzukommen und auch zu fotografieren. Ich hätte noch Aufnahmen machen dürfen. Aber nur fotografiert natürlich, ganz klar. Plattensonntag in der Rösterei. Wer bei diesem Event seine eigenen Schallplatten mitbringt, bekommt Rabatt auf den Kaffee. Wir hätten gerne zwei Cappuccino. Möchtet ihr die Schokolade fruchtig oder kräftig trinken? Ich kräftig. Ich auch. Erkennungsmerkmal beim Servieren? Eine Spielkarte.
Vor gut einem halben Jahr haben Lukas und Felix die Rösterei eröffnet. Ich habe gerade telefoniert, sind gerade in Gesprächen mit einem Club hier in oder einer Bar in Flensburg. Und das sieht ganz gut aus. Da kalkulieren wir gerade so ein bisschen die Preise. Und ja, es geht voran, definitiv. Wir merken, dass es mehr Arbeit, aber es bringt auch Spaß. Lukas ist fleißig am Rösten und braucht dringend mehr Lagerfläche. Ich habe den Karo König. Den haben wir auch. Den haben wir auch. Das ist super. So, lasst es euch schmecken. Für die Zukunft gerne noch eine Backstube dazu, dass wir das Ganze noch ein bisschen abrunden können. Ich habe total Lust, einfach zu experimentieren. Immer wieder gibt es Überlegungen, die Norderstraße für den Autoverkehr zu sperren. Viele Geschäftsinhaber wehren sich dagegen. Sie brauchen die Lauf- und Fahrkundschaft. Ein Kompromiss? Terrassen statt Parkplätze. 5.500 Euro haben Philipp und Steffen für ihre bezahlt. Die Terrasse wird einfach so gut angenommen. Und das Schöne ist, nicht nur tagsüber, wenn wir aufhaben, ist sehr viel los, sondern auch abends. Die Leute aus den umliegenden Wohnungen kommen raus, die essen hier zu Abend, treffen sich hier zusammen. Und hier ist irgendwie immer ein netter Schnack, voll die schöne Atmosphäre. Und ja, es ist, als wenn sie schon immer da gewesen wäre. Und habt ihr frische Kräuter? Ich kann dir guten Koriander geben. Koriander würde ich sehr gerne mitnehmen. Ja. Der, kannst du dir aussuchen, welchen du schöner findest? Den Laden haben sie damals innerhalb weniger Wochen eröffnet. Okay, 4,18 bitte bei dir. Es ist halt sehr holterdiepolter hier gestartet. Niemand wusste so richtig genau, was eigentlich zu machen ist. Und wir mussten uns in diese ganze Materie erstmal reinarbeiten. Und da hätte man sich vielleicht ein bisschen struktureller aufstellen können, ein bisschen organisierter sein können. Aber ja, es ist am Ende so geworden, genau wie der Laden jetzt ist. Und vielleicht hat er auch dadurch, dass er nicht so professionalisiert ist, auch irgendwie seinen Charme. Hab schön. Bis bald. Bis dann. Tschüss. Ciao. Ciao. Die wahre Geschichte der Schuhe kennt vermutlich nur derjenige, der den ersten Schuh geworfen hat. Und wenn es zu viele sind, nimmt die Stadt einige runter. Das taktet ja die ganze Straße auch so ein klein bisschen. Ich finde das schon gut und ich weiß, dass es ein Buch gibt, das erschienen ist über die verrücktesten Straßen der Welt. Und da ist die Norderstraße drin, eben wegen der Schuhe. Und das soll man ja mal nicht so unterschätzen, was das für eine Bedeutung hat auch. Also es ist schon ein Magnet einfach auch, vor allem für Touristen, Touristinnen natürlich. Dani vermietet die Räume in der Norder 147. Heute nutzt sie sie selbst, hat Maya als DJ engagiert. So, einmal check, check, schönes Licht, ne, blau, ja, erstmal blau und dann schauen wir nachher, oh, schau mal, das spielt schon wieder. Eigentlich kannst du es anlassen, ich mag die Kombi. Nachher, wenn es dunkler wird, wird das auch mehr auffallen. Heute ist Salon Night. Das ist eins der ältesten Formate der Norder 147, das haben wir uns mal ausgedacht. Vor ein paar Jahren einfach wirklich so als Treffpunkt für die Leute, die Lust haben, hier einen chilligen Abend zu verbringen. Barkeeperin ist heute Martha, die auch schon beim Verschönern der Hauswand dabei war. Das ist unsere Spezialität. Heute gibt's Wassermelone Minze Mojito. Dani? Kosten bitte. Oh. Sieht aussehen aus. Tut er super. Ich würde ein bisschen einen kleinen Gaumenkitzler bräuchten wir noch. Okay. Oh. Das macht einen Unterschied, probier mal. Das war was? Das macht einen Unterschied. Gut? Ich finde es gut. Ja? Mhm. Okay, wir haben es gefunden. Gerade rechtzeitig.
In einer halben Stunde kommen die ersten Gäste. Auf der anderen Straßenseite ist Thomas fast fertig mit seinem Projekt. Die Norderstraße damals und heute. Guck mal, da haben wir das. Ach, guck mal, da haben wir das. Ja. Ich freue mich, wenn wir es in der Hand halten kann. Das Ergebnis der ganzen Arbeit. Es wirkt natürlich völlig anders jetzt. Schwarz-Weiß und Farbe, allein das ist ja schon ein Unterschied. Und bei dem müssten wir links und rechts was noch anschneiden. Mhm. Super. Wollen wir schauen. Mhm. Erstmal Nordertor. Das Nordertor neu. Und das passt auch, ne? Ja. Straßenbahn mit der Marienkirche. Fast identisch. So. Die Norderstraße im Wandel. Nicht alles ist schön bunt. Bitte lasst die Mieten so, wie sie sind. Lasst sie nicht explodieren. Lasst das Ganze nicht zum Investment werden. Weil nur so kann diese Straße weiterleben. Wenn die Mieten vernünftig sind, wenn es sich nicht mehr lohnt, ein Geschäft, einen Handelsbetrieb, einen Dienstleistungsbetrieb zu führen, dann geht die Straße kaputt. Und das wäre schade. Wir haben in den letzten 10 Jahren so viel Tolles hier geschafft. Also alle hier zusammen in der Norderstraße. Das soll nicht kaputt gemacht werden. Jeden dritten Donnerstag im Monat ist Salon Night. Hallo! Hi! Na, endlich! Ja, ja. Wir müssen gerade das letzte gute Laminat verlegen. Ja, okay. Nur kurz geduscht und jetzt geht's los. Schön frisch, schön frisch. Hey, na? Was Dani hier geschaffen hat, ist einfach mega wichtig. Einmal für die Straße, um dieses Urige mit dem Neuen zu verbinden. Eben aber auch einen Ort zu schaffen, wo wirklich ja, Persönlichkeiten aufeinandertreffen. Gerade auch bei so einer belebten und alternativen Szene wie der Norderstraße ist es dann auch häufig einfach neue Verbindungen, neue Projekte, die dabei entstehen. Und es ist ein Melting Pot von Kreativen hier. Dani wünscht sich, dass der Laden noch lange weiterläuft. Und freut sich über Unterstützung von Menschen wie Maya. Bleibt das gut! Was ich halt an der Norderstraße so super finde, ist, dass man halt wirklich alles komprimiert an einem Fleck hat. Also man braucht keine 1000 Kilometer wohin fahren, sondern wir haben hier halt unseren kleinen Mini-Kiez und alles ist irgendwie so, ja, alles ist erreichbar, alles ist da. Die Norderstraße. Flensburgs Innenmeile.